Ja Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Super Mario 64. Eine Tür hier im ersten Obergeschoss von Peach Schloss haben wir bis dato noch nicht besucht und ja, hier befindet sich auch schon der 13. Kurs. Ja, und hier wird es aber auch ein bisschen interessant, denn wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir diesen Kurs betreten. Na? Einmal erste Möglichkeit, das hier, dieses Gemälde, oder Möglichkeit 2, das hier. By the way, ich kann euch nur empfehlen, das kleinere zu nehmen, weil, sagen wir es mal so, das große Gemälde, das bringt euch eigentlich nur in Probleme. Mehr kann ich dazu fast gar nicht sagen. Ja, und diese Welt heißt Gulliver Gumba, pflücke die Schnapp-Piranha. Stimmt, alleine schon da ist eigentlich das linke Gemälde das deutlich bessere. Denn die Welt hat einen ganz speziellen, ich sag mal, Fakt, den man berücksichtigen muss. Und zwar, je nachdem welches Gemälde man betritt, ist die Welt entweder ganz groß oder ganz winzig. Und ja, im Endeffekt ist eigentlich fast immer die kleine Welt eigentlich die bessere, vor allem weil man hier besser vorankommt. Ansonsten, ja gut, nee, ich sehe eigentlich keinen wirklichen Vorteil an der großen Welt. Außer, dass manche Sterne eventuell nur in der großen erreichbar sind, aber ansonsten eher weniger. Ja, und diese Röhren, da kann man switchen, ne? So würde es aussehen, wenn wir jetzt in das große gegangen wären. Und hier ist auch gleich direkt der erste Stern. Wir müssen nämlich jetzt diese hässlichen Piranha Plants klatschen. Bitte, ich klatsche sie und sie nicht mich. Bisschen viel Feuer, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt es von denen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich schaue mir einfach alles an und hoffe, dass ich jede einzelne erwische. Und natürlich ohne, dass ich auf Small kriege oder irgendwie runterfalle. Weil runterfallen wäre hier wirklich fatal. Ich glaube, das nächste Portal, da müssten wir, oder die nächste Röhre, die uns wieder klein machen würde, da müssten wir einen fetten Umweg nehmen. Vor allem, es gibt gar nicht so viele. Ich glaube, 3 oder so. Ich glaube, das hier könnte schon die letzte sein. Und ja, tatsächlich. Perfekt. Damit haben wir den ersten Stern bereits erfüllt. Das war, by the way, natürlich der einfachste. Also gibt da leider noch ein paar deutlich schwierigere. Na gut. Begib dich zur Spitze der Insel. Ach nee, der war ja auch relativ easy. Vor allem, das ist wieder so ein Random-Stern, glaube ich, der einfach so auftaucht. Wo du so denkst, okay, wo könnte der wieder sein? Und naja, kurz wo du dir einfach denkst, okay, hier kann nichts sein, ist es auf einmal. Das war schon wieder dumm. An der Stelle, man kann natürlich auch in der kleinen Version sterben. Also da ist Abgrund genauso. Vor allem, das ist auch der große Unterschied zur großen Version. Bei der großen gibt es Winde, die dich eventuell retten. Und die hast du. Okay, eigentlich war das dumm. Stimmt, das bringt mir einfach gar nichts. Ja, nee, ich gehe nochmal doch in die andere. Genau, weil hier kann ich ein bisschen. Ja, locker, locker, da komme ich hoch. Nee, ich komme nicht hoch, weil ich falle runter. Verdammt, da war doch ein Schalter. Ich hab den verfehlt scheinbar. Och Mann. Jetzt weiß ich, warum ich gegen die Welt so einen Groll hatte. Wirklich, das ist meine Hasswelt im kompletten Spiel. Eigentlich ist das System ganz cool, aber ich mag es trotzdem nicht. Es regt mich mehr auf, als was es mir bringt. So, passt. Ach, geh doch einfach drauf, ey. Hier ist der Schalter. Wie konnte ich da vorbeilaufen, verdammt? Genau, und hier konnte ich dann relativ easy hoch. Ja, diese kleinen Kugeln, die machen, glaube ich, keinen Schaden, ne? Och man, jetzt hast du mir gar nichts gebracht, wenn ich Idiot. Ja, gut, okay. Aber ich weiß wieder, wie ich da hochkomme, das ist wichtig. Das reicht mir ehrlich gesagt schon. Ja, wenn es geht, bitte nicht runterfallen. Genau, und hier ist die Röhre. Ja, ja okay, gut. Bisschen aufregend tut es mich aber schon, weil eben auch wenn die Welt zu klein ist, dann kannst du relativ leicht irgendwo runterfallen oder diese kleinen Gegner, die machen zwar keinen Schaden, aber die können auf alle Fälle behindernd sein. So, und die Bergspitze, nein, das ist so ein Violetter, nein. Bitte sag mir, du siehst mich nicht, das passt. Ich bin nämlich mal ganz kurz weg. Und ich glaube, in der Box war der Stern, oder? Ja, tatsächlich. Meine, es sind immer wieder auch so geil, einfach wenn so ab und zu mal random Boxen kommen, wo einfach ein Stern drin ist und du denkst so, ja, wird nur ein One-Up sein oder vielleicht ab und zu mal so ein Koopa-Panzer, aber ne. Ab und zu ist auch mal ein Stern drin.
Bereits im 10. Kurs habe ich da ein bisschen wieder die Erfahrung gemacht. Du denkst dir so, ja, wo könnte der Stern sein? Du kannst dich daran erinnern. Stößt random eine Box an und auf einmal, ja, hat's geklappt. Ist da der Stern drin. Trete noch einmal gegen Cooper an. Ah ja, stimmt, da gab es ein Cooper-Rennen auch. Ein relativ ätzendes. Alter, das war geil. Alter, das war gerade richtig fetter Skill, oder? Der Hechtsprung ist dann auch schon ein bisschen OP in Mario 64. Ja, die Position von Cooper, die ist auch nicht so schwer zu finden. Auch hier wieder in die Röhre rein. Und dann müsste der hier irgendwo sein. Ich glaube bei dem Zaun oder so, oder? Ja, da drüben. Da würde mich auch interessieren. Was hat sich ein Entwickler hier eigentlich gedacht? Ein random Zaun mit einem Goomba drin. Why? Wirklich, why? Lang ist es her. Du scheinst doch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt es an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter den Böenbrücken. Fertig? Okay, Böenbrücke. Ja, ich glaube, ich weiß, wo er meint. Mann, so Alter, diese Scheiß-Kumba. Ich folge einfach mal dem Ding da. Ja, da hinten ist die Fahne. Ich habe verloren, oder? Ja, fuck, und da falle ich auch noch runter. Goomba, Kuri, alles war gegen mich. Ich kriege hier einen Anfall einfach. Aber ansonsten, ich überlege gerade, welche Sterne es eigentlich alle noch so gibt. Ich glaube, ich müsste tatsächlich alle im Kopf haben, die existieren. Jetzt aufpassen, okay, passt. Ich hatte gerade mega Angst, dass ich... Wartet schnell, bevor das Ding weg ist. Okay, passt. Gut, ich bin wieder hier. Ich bin jetzt schon gerade am Überlegen, ob ich irgendeinen Stern vorziehe, weil ehrlich gesagt, der Cooper regt mich jetzt schon auf. Das ist seine Hausstrecke. Ja, es wurde... Okay, ich klatsche erstmal den Goomba. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Ist der gerade... LOL, der ist gesprungen und ich habe ihn einfach verfehlt. Der hat mich gerade richtig outplayed. Ich dachte gerade, das wäre nämlich irgendwie so in die Richtung, dass ich ihn jetzt gerade gut getroffen hätte. Aber nee. Also jetzt muss ich aber aufpassen. Also nochmal, bitte nicht nochmal in die Kugeln rein. Aber das mit diesen Böen, was er schon gesagt hat, das ist auch nicht ungefährlich, denn hier kommt jetzt ein scheiß Wind. Ich glaube von der Seite, oder? Ja, tatsächlich. Und der macht dich nämlich langsam. Leute, ist da! Du Wichser! Wie schnell ist der denn bitte? Das gibt's doch nicht. Gab's hier irgendwo einen Wohner? Also lol, die Kiste da doch. Die hätte ja eh einen Wohner in sich gehabt. Ich muss kurz mal auf diese One-Ups nämlich zurückgreifen, weil sonst gehe ich eventuell hier noch down. An der Stelle Game Over möchte ich keins haben. Das war schon ganz knapp mal in der Aufnahme schon davor, nämlich beim dritten Kurs, wenn mich nicht alles täuscht. Das war diese scheiß Winterwelt, wo ich mich die ganze Zeit mit den roten Münzen gequält habe. Aber trotzdem, Alter, warum muss mir der jetzt Probleme machen? Ich bin gerade echt am Überlegen, soll ich irgendwas anderes vorziehen? Jetzt habe ich wieder eine scheiß Kamerasicht. Das war eigentlich ganz schön knapp. Okay, die Kugeln sind alle weg, das passt. So, diesmal nicht. Ich war irgendwas bei 20 Sekunden. Die habe ich jetzt eingeholt. Was? Controller? Alter, ich habe mich gerade erschrocken. Der hat sich auf einmal geduckt. Das darf auch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Cooper Mach 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke auch dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gibt's ja das Teil. Bevor ich dir eine scheppere. Ich würde nämlich heute gerne die 90 Sterne voll machen. Das wäre ganz cool. 90 Sterne, vor allem haben wir dann schon 75% vom Spiel. Was eigentlich auch krass ist, wenn ich das mal so erwähnen darf. Weil 120 Sterne gibt es und 90 in, wie viel Parts? 8, 6, 16 sind es, ja.
Das ist schon eigentlich ganz gut. Löse die 5 Itty-Bitty-Rätsel. Oh Gott, das war das mit diesen versteckten Teile finden. Musste man sich da nicht einfach bei den Durchgängen hinstellen oder irgendwie so? Ich glaube, das war's nämlich. Das große Problem ist allerdings, das musste man in der großen Welt machen. Und ich hasse Piranha Plants noch immer. Vor allem, warum müssen die hier so effektiv verdammtes Feuer spucken, wo sich die Flammen auch noch bewegen? Ich bin gerade echt. Warte mal, hä? Wo war denn das alles nochmal? Oder konnte man die jetzt kleiner auch auslösen? Ich weiß es eben gerade nicht. Bewegen mich hier mal locker rüber, denn ich weiß an der Stelle circa die Positionen. Nee, nicht runterrutschen. Okay, das hat gezählt. Okay, man kann es also auch. Das war mega gefährlich. Ja, super, jetzt habe ich aber ein Problem, weil jetzt bin ich hier auf einer Insel, wo ich nicht hin will. Geh da kurz einfach mal rein. Warte mal, von wo kam nochmal der Wind? Von rechts, oder? Genau, gut, dann laufe ich so nochmal rüber. Das mit den 100 Münzen, das wird eine amüsante Geschichte. So, ich weiß, einer von denen, die ich berühren musste, war auch hier. Da, wo die Kugeln rauskommen. Okay, ich glaube, ich muss das echt als großer Mario machen. Ich bin gerade so richtig lost einfach. Da oben hat es ja funktioniert. Nein, nicht schon wieder. Ja, tatsächlich. Okay, hier. Welches Loch gab es denn noch? Ich glaube, die Kanone da unten war's. Dann das Ding da drüben. Wow, Alter, ich habe mich gerade richtig fett gerettet. Ja, es hat gezählt. Passt. Aber warum hat das dann nicht gezählt? Weil das war ja auch eins. Ach, von der anderen Seite. Okay, das macht Sinn. Übrigens, hier ist gerade der rote Ding. Der rote Bonbon. Ja, hau mir einen aufs Maul. Genau, und hier haben wir es jetzt. Wo spawnt der jetzt? Boah, mich regt das gerade so fett auf. Ich glaube aber, ich weiß schon, wo er spawnt. Vor allem stimmt, jetzt aber eine wichtige Sache. Man darf jetzt nicht in die Röhre reingehen, weil sonst ist der Stern weg. Ich glaube, ich weiß schon, wo er war. War der nicht auf dieser scheiß Insel da drüben? Ja, tatsächlich. Da weiß ich zum Glück, wie ich hinkomme. Aber das heißt, wir haben den Stern auch schon mal erfüllt. An der Stelle, wie du als Kind da drauf kommen sollst, dass du da lang musst, das ist natürlich eine eigene Geschichte. Aber ich glaube, du bist auf der Insel jetzt dann sogar gecatcht. Also wenn du jetzt hier bist. Ich meine, die Münze weist auf ein Portal hin, sage ich auch so. Ich glaube aber, das ist nur als großer Mario zu erreichen. Wie dem auch sei. Nächster Stern erfüllt, das passt. Nummer 88 war das mittlerweile. So, finde die 8 roten Münzen. Okay, da muss ich auch wieder dann wechseln. Da muss ich gerade aber echt überlegen, was ist da der einfachste Weg, wie ich da hinkomme. So, kurz mal da runter. Gut, wir machen erstmal das Übliche. Nämlich hier hoch. Dann hier rein. So, und ich... Jetzt muss ich überlegen. Was war der einfachste Weg, um da hinzukommen? An der Stelle, eins der Löcher, das wir jetzt gerade vorher inspiziert haben, ist der Eingang zu den roten Münzen. Und die gute Frage ist, wie komme ich da jetzt runter? Ich glaube tatsächlich, dass das hier war. Ich habe das früher gemacht. Ich glaube, früher habe ich einen Blind Jump gemacht einfach. Ja, und das war gerade nicht gut. Ja, super, jetzt bin ich da unten. Ach, warte mal, Kanone gibt es ja noch immer. Ist hier eh nicht der rote? Der rote Bonbon, der die öffnet.
Der ist nur im Großen gewesen, oder? Ach, leck mich. Ja, der Flyger ist leider böse, den kann ich... Gibt's hier irgendwo... Warte mal, Eule. Nee, auch wahrscheinlich eher nicht. Wartet mal. Ja, okay, hier war der Aufwind. Passt, ja. Kurz mal hier landen. Ich hatte nämlich gerade schon Angst, dass ich wieder runterfalle. One-Up nehme ich auch gerne. Ja, gut, oder auch nicht. Gut, dann Pech gehabt. So bin ich jetzt wieder. Okay, jetzt bin ich hier im Kreis gelaufen. Was macht mehr Sinn? Was macht mehr Sinn gerade? Ja, tatsächlich, da hinten ist nämlich der. Mann, da springe ich so dumm runter. Gut, es könnte eventuell sein, dass ich den letzten Stern heute gar nicht machen kann. Vor allem, würde mich eh nicht stören, weil, da habe ich einen schönen Part dann, eine schöne Partnummer dann. Und, oder besser gesagt, einen schönen Titel schon für den nächsten Part. Weil der 6. Stern ist sowieso ein krasser. Wo ich, glaube ich, länger brauchen werde. Weil ich halt nicht so der begabteste Kämpfer hier noch immer bin. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. Da rein in die gute Stube. Und jetzt hoffen, dass ich richtig lande. Am besten ist, ich gucke bis unten nochmal an. Wait. Also da drüben der Eingang ist gemeint. Da komme ich aber nie rüber, nee. Methode 2 wäre, wie gesagt, das Ganze jetzt nochmal probieren in die Richtung, einfach die den roten Bomber mal ansprechen. Warum habe ich das bei dem einen jetzt gerade nicht gemacht? Ich war doch schon mal dort. Ja, Fragen über Fragen an der Stelle. So, schnell weg hier. Okay, jetzt bin ich hier, passt, beim Baum. Hier ist noch ein Gumba, der mich nerven will, aber kann er ruhig? Lass dich natürlich nicht zu. Oh nee, jetzt kommt nochmal, ja stimmt, jetzt kommt diese scheiß Engstelle. Wenn ich da jetzt runterfalle, peinlich. Vor allem jetzt habe ich schon so viele Engstellen hinter mir, vor allem bei der Pilzwelt. War ja auch eine am Schluss. Dann kriegen wir das jetzt auch hin. Gut, habe ich. So, und hier sind nämlich jetzt die roten Münzen. Also für alle, denen es noch immer nicht aufgefallen ist, dass keine roten Münzen bisher aufgetaucht sind. Hier sind sie. Und vor allem, ganz wichtig, hier ist auch irgendwo, glaube ich, ein Münzschalter gewesen. Genau dort oben. Oh no. Oh no. Genau das hatte ich gerade befürchtet. Dass ich jetzt diesen Sprung fehle. Warum muss das so krass sein? Bitte sag mir, ich spawn da jetzt wieder drin. Sag jetzt nicht, ich bin wieder raus. Nein, bin ich! Oh. Also du darfst echt nicht failen. Scheiße, ich habe nur 0 Leben. Das ist mein letztes gerade. Okay, Game Over will ich natürlich nicht gehen. Ja, ich sage, das wird der letzte Stern heute sein. Gut, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal genau so. Wie wir es gerade gemacht haben. Wo ist er, der Schalter? Komm, gib ihn. Stuck ich gerade in der... Achso, ich dachte mir gerade, stuck ich gerade in einer unsichtbaren Wand? Ja, genau, gib mir eine mit. Also die 100 Münzen werden hier auch ein Spaß werden. Ich sag's jetzt schon mal, auf die habe ich gar keinen Bock. Also erstmal die ganzen Goombas besiegen, natürlich die großen. Dann gibt's in der großen Welt hier allgemein auch wieder Hotspots mit so 4-5 Münzen. Ja, und natürlich den Münzschalter darf ich nicht verkacken. Also die 100 Münzen, das wird wirklich ein Spaß.
an der Stelle. Wahrscheinlich werden die 100 Münzen auch das sein, oder die 100 Münzen Mission. Jene Sachen, wo dann die Parts, ich sag mal, relativ amüsant. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, hier war Evins. Lass mich schnell nach oben, Alter. Ey, ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade so derbe Angst. Ich hatte gerade so derbe, verfluchte Angst. So, das One-Up habe ich diesmal bekommen. Okay, die Münzen merke ich mir auch schon mal. Gut, die Frage ist halt eher wieder, wie viel Münzen, wie viel blaue Münzen der Schalter überhaupt bringt. Es gibt ja Münzschalter, das sind 6, es gibt welche, das sind sogar 10 teilweise. Es kommt immer drauf an. Immer unterschiedlich. Okay, gut, bei dem Rückwärtssalto hält er sich gleich fest. Alter, was willst du denn jetzt von mir? Ich will doch nur meine Münzen holen gerade. An der Stelle letzter Versuch, jetzt, wenn ich jetzt hier auch nochmal verkacke, dann wird's ein Cut. Möchte an der Stelle jetzt auch schon mal erwähnen. Dieser Kameraswitch, der regt mich auch so auf. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Ich habe mich schon wieder ich hatte mich gerade schon wieder abgeschrieben. Ruhig bleiben. Gut, das sind jetzt die Münzen, die ich jetzt gesammelt habe. Das sind jetzt bisher 19. Mit den roten Münzen würde ich, das sind 16 nochmal, würde ich auf 32 kommen. An der Stelle, da oben ist ein Gitter, kann ich mich da festhalten? Ich hätte nämlich jetzt gerade eine andere Idee, was ich noch machen könnte. Bevor ich nämlich den Sprung jetzt nochmal wage dort oben. Alter, ich trau mich gerade echt was. Das ist halt ein Zweisprung, und das geht mir am Sack. Ich hätte nämlich eine andere Idee. Eine ganz andere, vor allem da ist ein One-Up auch noch. Das nehme ich auch gleich mit. Hier komme ich doch sicher mit dem Wandsprung weiter. Mann! Ja, tatsächlich, okay. So, jetzt wird's mich interessieren. Wartet, wartet. Ach Mann! Ja gut, dann soll man Risiko machen, ich weiß es nicht. Ja, ich könnte es auch einfach nur mit Anlauf und einem Solosprung probieren und hoffen, dass er sich festhält. Und das tut er nicht! Alter! Andere Möglichkeit wäre Rückwärtssalto, aber das klappt sicher genauso wenig. Ich habe gerade so derbe Angst, diesen Sprung zu probieren. Oh mein Gott! So, Blaumünzschalter, was macht er? Wo macht das? Eins, zwei. Gut, hier ist der Stern, passt. Nein, 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 nein. Das sind nur 2 blaue Münzen, die er droppt. Lächerlich. Oh mein Gott! Stern und weg, okay? Ganz schnell weg hier. Keine Lust mehr hier. Ja, und den einen Stern, den lassen wir halt einfach mal übrig. Entweder hole ich mir den in einen der nächsten Parts oder vielleicht sogar im nächsten Part. Wir schauen einfach mal. Gut, Leute, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.